meine Bürgerinnen und Bürger, werte Gäste, sehr geehrte Bürgerschaften. Ich begrüße Sie alle auf das Herzlichste zur Eröffnung unseres Peiner Freischusses. Wir dürfen in diesen Tagen das 415. Freischießen feiern, mindestens, ich weiß. Ich sage bewusst dürfen, denn zumindest für mich ist das in Zeiten wie diesen alles andere als selbstverständlich. Wir leben in einer unruhigen, hektischen und schnelllebigen Zeit. Ein Ende der Wirtschafts- und Eurokrise ist noch nicht in Sicht. Internationale und globale Entscheidungen wirken sich direkt auf unsere Zukunft aus, die dadurch für den Einzelnen schwer planbar wird. Ob wir unseren zugegebenermaßen hohen Lebensstandard auf Dauer werden halten können, ist ungewiss. Die modernen Medien ermöglichen eine rund um die Uhr Erreichbarkeit. Wir sind überall und ständig präsent. Das hat positive Seiten für Entscheidungsprozesse, aber es macht unseren Alltag nachgewiesenermaßen auch sehr viel anstrengender. Die so wichtigen Regenerationspausen am Feierabend und am Wochenende werden immer weniger. Darum sollten wir es wirklich genießen, dieses unser Peiner Freischießen, dass wir in altbewährter Manier zusammen feiern dürfen. Wir haben die Chance, ein paar Tage dem Alltag zu entkommen, die Probleme beiseite zu schieben, die Handys, naja, ausstellen ist vielleicht unrealistisch, aber immerhin die beruflichen Mails erst am Mittwoch zu lesen. Ich rufe Ihnen zu, nutzen Sie diese Chance. Stattdessen dürfen wir uns auf ein Fest einlassen, bei dem es um Traditionen geht. Um Traditionen im positivsten Sinne. Gerade die klaren Regeln dieses Festes geben einen Rahmen vor, in dem unendlich viel Positives möglich ist. Gute Gespräche, gemeinsamer Spaß, neue Bekanntschaften, entspannende Geselligkeit. Also, es ist wieder Freischießen in Peine. Nach einem langen Jahr dürfen wir wieder dieses Fest der Feste in unserer Stadt feiern. Ich beginne nun mit der schönen Tradition und begrüße in bewährter Reihenfolge die Ehrengäste, die am Peiner Freischießen teilnehmen, allen voran natürlich unsere amtierenden Könige, den Bürgerkönig Sigurd Kleinwitz, Mitglied der Schützengilde. Den König des Chors der Bürgersöhne, Martin Freimann. Vater Jan, Jens Reinicke. Den König des Peiner Walzlacker Vereins, Wolfgang Thiel. Und den König des TSV Bildung, Ortwin Gajewski. Auch unsere mitfeiernden Jubiläumskönige sind ein Bestandteil des Peiner Freischießens, der die Bedeutung der Königswürde über einen langen Zeitraum sehr bildlich unterstreicht. Ich begrüße als Silberkönige die Majestäten des Jahres 1987 Jürgen Junge vom FDV Vater Jan und Dirk Hillegeist, König des Peiner Walzlacker Vereins. Als Rubinkönige begrüße ich Alfred Hoppe vom Chor der Bürgersöhne und Kurt Hettig vom FDV Vater Jan. Und nun an etwas ganz Besonderes, da ich den König des Chors der Bürgersöhne des Jahres 1962, also den goldenen König Walter Bayer, begrüßen. Dieses Freischießen-Urgestein errang die Königswürde bereits im Alter von 29 Jahren beim Chor der Bürgersöhne und ist dem Fest bis heute aufs Treueste verbunden. Liebe Jubilare, herzlichen Glückwunsch im Namen des Rates, der Verwaltung und aller Peiner Bürgerinnen und Bürger. Genießen Sie die Glückwünsche, die in diesen Tagen Ihnen entgegengebracht werden und erinnern Sie sich dankbar zurück an das Jahr Ihrer Regentschaft. Meine Damen und Herren, zweifellos sind die Könige die wichtigsten Würdenträger unseres Heimatfestes, aber erst die Begeisterung aller Peinerinnen und Peiner
das Aufmarschieren der vielen Schützen, der Fahnenabordnungen, der Gastvereine und Gäste aus nah und fern und der Spielmannszüge sowie der Buden und der Fahrgeschäfte auf dem Schützenplatz, die Bälle auf den Zelten der Kooperationen und die unzähligen Rituale, die sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte oder noch besser Jahrhunderte um das Peiner Freischießen ranken, machen in ihrer Summe das Peiner Freischießen aus. Als prominentesten Gast aus der Politik zu meiner Rechten freue ich mich ganz besonders, den niedersächsischen Landwirtschaftsminister Gerd Lindemann begrüßen zu dürfen, der sich unserer Stadt seit Jahren sehr verbunden fühlt. Ich heiße alle Mitglieder aus den Kooperationen willkommen und danke Ihnen für Ihr Wirken um und für dieses Heimatfest. Stellvertretend für alle begrüße ich namentlich die Bürgerschaffer Hans-Peter Männer und Thomas Weidling sowie die Ehrenschaffer Hartmut Bühnel und Gerhard Schäffler. Willkommen heiße ich unseren Ehrenbürger Dr. Willi Boss und die Ehrenringträger Dr. Kurt Stehler, Heinz Möller, Prof. Dr. Günter Geißler, Bernd Leulich und Hans-Peter Herke. Meine Damen und Herren, wenn in Peine die fünfte Jahreszeit anbricht, lassen sich Persönlichkeiten, die uns im Bund, Land und Landkreis vertreten, nicht nehmen, unserem Fest ihre Aufwartung zu machen. Ich freue mich, begrüßen zu können den Bundestagsabgeordneten Hubertus Heil, die Abgeordneten des Niedersächsischen Landtages Matthias Möhle und Silke Weilberg, den Landrat Franz Heilhaus und die in unserer Stadt wohnende Mitglieder des Kreistages. Als ganz besonderes Dankeschön für sein Kommen gilt dem stellvertretenden Oberbürgermeister unserer Partnerstadt Aschersleben, Rainer W. Paller, sowie dem Bürgermeister unserer Freundschaftsstadt Grünstadt-Asselheim, Klaus Wagner. Ich begrüße erstmalig die Spitze einer großen Delegation aus Polen, den Vizepräsidenten der EGS, Herrn Andrzej Wagner und Herrn Nowicimir Malinowski, die Majestät der Stadt Kuwela. Meine Herren, eine große Delegation aus Peine freut sich heute schon an dem Europaschützenfest Ende August in Tupola teilnehmen zu können. Panie Vicepräsidentie, serdeczni di witamy. Das war die Begrüßung auf Polnisch. Ich hoffe, das wenigstens. Die Kirchen sind vertreten durch den Stellvertreter der Superintendentur, Pastor Volker Klintwort, und von der katholischen Kirche Pfarrer Thomas Blumenberg und vom islamisch-türkischen Kulturverein Herr Deniz Saray. Liebe Peinerinnen und Peiner, Freunde des Freischießens finden wir nicht nur unter uns und in der Politik, sondern auch bei den Vertretern der örtlichen und regionalen Wirtschaft. Sie wissen es zu schätzen, dass sich durch friedliche und fröhliche Feste solide Netzwerke aufbauen lassen, von denen alle profitieren. Viele unserer wichtigsten wirtschaftlichen Akteure sind unserer Einladung gefolgt. Sehen Sie es mir nach, wenn ich an dieser Stelle nur einige wenige stellvertretend für alle begrüßen kann. Grüße von der Geschäftsführung der Peiner Träger GmbH, Herrn Dr. Schlimm und die Herren Michael Kiekbusch, Herrn Ulrich Scharfschmidt, Jürgen Kraut und Peter-Jürgen Schleider sowie den Betriebsrat Udo Meyer. Ich freue mich, dass Sie kommen können. Vom Industrieverein, den ersten Vorsitzenden Hartmut Meyer, den Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft und der IHK Erwin Günther sowie den Kreishandwerksmeister Herrn Lutz Seidel. Ein herzliches Willkommen rufe ich ferner den Vertretern der Behörden und Banken, der Polizei, den Ratsmitgliedern und der Presse zu. Lassen Sie uns nun alle gemeinsam ein wunderschönes Freischießen 2012 feiern. Meine Damen und Herren, bevor ich nun die traditionellen Eröffnungsworte spreche, gilt es,
das grüne Band der Stadt Peine an die Fahne der Schützengilde zu Peine von 1597 zu heften. Die Tradition des Nichtschießens um das grüne Band wurde im Jahr 1953-54 ins Leben gerufen. Seither trägt der Wettbewerb alljährlich zur Pflege der Kameradschaft bei. Bisher führten das grüne Band an ihrer Fahne einmal das neue Bürgerkorps, einmal TSV Bildung, fünfmal das Korps der Bürgersöhne, sechsmal das Bürgerjägerkorps, elfmal der MTV von der Jahren, zwölfmal der Rheiner Walzwerker Verein und sage und schreibe 24-mal die Schützengilde. In diesem Jahr hat die Schützengilde nunmehr quasi das silberne grüne Band errungen. Der 25. Sieg der Schützengilde mit 3.108 Teiler ist ein besonderer Applaus wert. Zweiter wurde der MTV Vater Jan Peine mit 3.219 Teiler und dritter das Bürgerjägerkorps mit 3.840 Teiler. In diesem Jahr erwähne ich auch den dritten Platz. Denn ein 4.444 Teilergebnis wird von dem Chor der Bürgersöhne erreicht. Das könnte ein Grund zu feiern sein. Zum Sieg aber gratuliere ich Ihnen, Herr Hauptmann Andreas Höfer, und Ihrer Korporation. Bitte nun den Feldwebel mit Blaskapelle und den Fähnrich der Schützengilde vorzutreten, damit ich das grüne Band der Stadt Peine an die Fahne helfen kann. Augen geradeaus zum Fahnenausmarsch, die Augen links.